Hallo und herzlich willkommen zur Tech Lounge von The Native Web. Heute zur dritten Folge von unserer Einführung in Node.js und heute soll sich alles darum drehen, wie man Module in Node verwenden kann. Wir haben beim letzten Mal, in der letzten Folge haben wir ja schon gesehen, wie wir das HTTP-Modul verwendet haben. Wir haben das Net-Modul verwendet und heute geht es da also um deutlich mehr Details, geht es deutlich mehr in die Tiefe. Bevor wir loslegen, kurz ein paar Worte zu meiner Person. Mein Name ist Golo Roden, ich bin Gründer und CTO von The Native Web. Wir haben uns auf Web und auch auf Cloud-Technologien spezialisiert und entwickeln da also primär mit Node.js im Backend. Wir machen natürlich auch JavaScript für den Browser, fürs Frontend, aber der Schwerpunkt liegt also auf der Backend-Entwicklung, viel mit Architektur, mit verteilten Systemen, solche Sachen. Und genau, das ist also mein Bezug zu Node.js seit vielen, vielen Jahren. Bevor wir loslegen mit Neuem, kurz einen Rückblick auf das, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Ich habe die Folie aus der letzten Präsentation einfach nochmal übernommen. Wir haben beim letzten Mal haben wir Module schon mal kurz angesprochen gehabt und hatten gesagt, also es gibt in Node eine Reihe von integrierten Modulen, FS für das Dateisystem, HTTP, HTTPS, Net, also für Webserver und für TCP-IP-Server, dann das OS-Modul für Zugriffe auf Betriebssystemfunktionen und so weiter. Und wir hatten außerdem auch die Require-Funktion gesehen, mit der man also solche Module laden konnte. Und ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, dass Node also sehr bewusst, dass Node bewusst sehr kompakt gehalten ist und dass also der Kern von Node nur zwingend erforderliche Module enthält, die also wirklich für den Betrieb an sich von Node erforderlich sind. Und hatte ansonsten mal auf die API-Referenz verwiesen, dass man sich dort nochmal anschauen könnte, was es so alles gibt in Node, was allerdings zugegebenermaßen nicht allzu viel ist. Denn alles, was also nicht zwingend in den Kern gehört, das ist die Philosophie bei Node, gehört also in das Userland. Und wir hatten außerdem ein kleines Beispiel gesehen, wir haben einen Webserver geschrieben und da hat man also sehr schön gesehen, wie man das HTTP-Modul laden konnte, also einfach indem man die Require-Funktion aufruft, direkt in der ersten Zeile, den Namen des Moduls übergibt, in dem Fall HTTP, und man erhält also eine Referenz auf dieses Modul zurück und kann dann damit arbeiten, Server erzeugen, Server starten und so weiter. Und das ist das, was wir bisher von Modulen gesehen haben. So, jetzt ist es so, dass man zunächst mal wissen muss, wir haben bisher die ganze Anwendung, unseren Hallo Welt Webserver, haben wir ja in einer einzigen Datei geschrieben. Und das mag bei so einem kleinen Beispiel, mag das kein Problem sein. Das ist immer noch übersichtlich und man versteht sofort, was dieser Code macht. Für größere Anwendungen ist das aber natürlich überhaupt nicht tauglich. Man will aus ganz naheliegenden Gründen nicht alles in einer einzigen riesengroßen Datei haben, sondern man will seinen Code ein bisschen strukturieren. Und da fällt dann immer dieses Stichwort Separation of Concerns, dass man also die Verantwortlichkeiten oder die Belange der Software ein bisschen voneinander trennt. Und selbst wenn man sich dieses, ich blätter nochmal kurz zurück, selbst wenn man sich dieses Minimalbeispiel anschaut, kann man eigentlich schon sagen, eigentlich sind hier schon mindestens zwei Belange vermischt. Nämlich der Betrieb des eigentlichen Webservers an sich, also das Erzeugen von dem mit Create Server und anschließend der Aufruf von Server.listen. Das sind die Dinge, die wirklich den Server betreffen. Und zum Zweiten haben wir Anwendungslogik in dieser Datei drin. Das ist das, was ich also an der Stelle hier als Kommentar ausgeblendet habe. Nämlich, wenn man sich jetzt vorstellt, man schreibt vielleicht noch einen zweiten, noch einen dritten Server, dann ist das, was wir jetzt hier an Code sehen, wird immer gleich sein. Und das, was durch den Kommentar sozusagen gerade weggeblendet ist, das ist anwendungsspezifisch. Und da merkt man schon, also es gibt diese Trennung zwischen dem Server als Grundlage und dann der konkreten Anwendung. Und das eine ist generisch und das andere ist nicht generisch. Und von daher könnte man sogar selbst bei dieser kleinen Anwendung, bei dieser Hallo-Welt-Anwendung auf die Idee kommen zu sagen, naja, vielleicht wäre es ja eine gute Idee, Server und Anwendung zu trennen. Und das macht man am besten, indem man den Code, der für diese Dinge zuständig ist, also in verschiedenen Dateien ablegt. Und genau das wollen wir uns jetzt mal angucken. Das heißt, wir hatten beim letzten Mal, waren wir hingegangen, hatten also gesagt, es gibt eine Datei app.js als Einstieg. Wir brauchen das HTTP-Modul. Dann, weil wir also einen Server erzeugen wollen, wir rufen create server auf, bekommen eine Server-Referenz zurück und rufen nachher an diesem Server die Listen-Funktion auf,
die uns dann den Server an den entsprechenden Port bindet. Und wir geben noch eine Meldung aus, Server listening on port 3000, so dass wir auch wissen, dass das Ganze gestartet wurde. Und hier an der Stelle müssen wir jetzt diesen Callback übergeben, den ich eben ja auch auf der Folie hatte. So, und genau dieser Callback oder beziehungsweise der Inhalt dieses Callbacks, das ist das, was im Grunde genommen jetzt ja anwendungsspezifisch ist. Und das ist der Teil, oder das ist eine Funktion, die behandelt einkommende Requests. Das heißt, jetzt könnte man auf die Idee kommen zu sagen, statt das also inline in die Datei app.js hinzuschreiben, machen wir uns eine zweite Datei, nennen sie handle.js und sagen, wir definieren hier also einfach eine Funktion, die den Request und den Response entgegennimmt und die soll jetzt also die Verarbeitung von Request und Response übernehmen. Und jetzt müssen wir natürlich hingehen und müssen also diese Handle-Funktion, die wir hier definieren, die müssen wir natürlich in unserer App.js verwenden. Das heißt, statt das Ganze also hier inline anzugeben, würde ich jetzt hier einfach Handle angeben. So, dann füllen wir das gerade noch mit irgendeinem sinnvollen Inhalt. Schicken wir eine HTML-Datei zurück. Das heißt, wir setzen den Content-Type auf Text-HTML und wir schreiben Hallo Node.js und machen die Verbindung zu. So. Und wenn wir das Ganze jetzt starten, also das heißt, wir wechseln in das entsprechende Verzeichnis und rufen auf Node App.js, drücken Enter, dann bekommen wir, wie nicht anders zu erwarten, im Grunde genommen jetzt eine Fehlermeldung, nämlich Handle is not defined. In der Datei App.js hat Node nämlich jetzt überhaupt keine Ahnung, was dieser Bezeichner Handle hier denn eigentlich darstellen soll. Und das heißt, wir müssen also irgendwie aus der Datei App.js auf die Datei Handle.js referenzieren. Und dafür gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Wir gehen nämlich hin, wir wissen ja schon, wie man auf ein in Node integriertes Modul referenziert, nämlich mit der Require-Funktion. Und mit einer anderen Datei, die wir selbst geschrieben haben, können wir es ganz genauso machen. Das heißt, wir haben unsere Require-Funktion und als Parameter übergeben wir dieses Mal jetzt nicht einfach nur den Namen, also nicht einfach nur Handle, sondern wir sagen Punkt slash Handle. Also das ist ein Pfad, ein relativer Pfad. Punkt steht ja für das aktuelle Verzeichnis. Das heißt also so viel wie lade die Datei Handle aus dem aktuellen Verzeichnis. Und die Dateiendung .js habe ich weggelassen. Das ist an der Stelle auch die empfohlene Vorgehensweise. Man braucht sie also nicht angeben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sie trotzdem hinschreibt, meistens funktioniert es. Es gibt aber die ein oder andere Node-Version, die in gewissen, also das ist zumindest meine Erfahrung, die unter gewissen Umständen, unter gewissen Windows-Versionen dann das Problem hat, dass sie behauptet, die Datei sei nicht auffindbar. Und diese Probleme hat man einfach nicht, wenn man das .js einfach weglässt. Also von daher, man kann sich die Schreibarbeit sparen und schreibt einfach nur den Dateinamen ohne Dateinamenserweiterung hin. So, und damit wir das, was wir hier also laden, damit wir da jetzt auch tatsächlich drauf zugreifen können, müssen wir also hier noch das Ganze einer Variablen bzw. einer Konstanten zuweisen und sagen also const handle ist gleich require.handle. Das heißt jetzt so viel wie lade also die Datei handle und das, was du aus dieser Datei importierst, mach mir das bitte verfügbar unter dem Bezeichner Handle. Ich könnte auch sagen, das, was du aus dieser Datei importierst, mach mir das zugreifbar unter dem Bezeichner foo. Dann würde ich eben hier vorne foo hinschreiben und hier sagen create server foo. Würde genauso funktionieren. Handle ist aber natürlich wesentlich sprechender als foo. So, damit das Ganze funktioniert, wenn wir jetzt versuchen, das Ganze zu starten, wird es immer noch nicht funktionieren. Jetzt bekommen wir jetzt eine andere Fehlermeldung. Jetzt sagt er uns nämlich, listener argument must be a function. Das heißt, offensichtlich, handle ist jetzt definiert, sonst bekämen wir ja immer noch die vorige Fehlermeldung. Allerdings ist es keine Funktion. Und jetzt muss man wissen, in Node ist es so, das ist ein bisschen anders als im Browser, in Node ist es so, alles das, was in einer Datei steht, ist per se erstmal private. Das heißt, diese handle-Funktion, die habe ich hier zwar definiert, aber das handelt sich hierbei jetzt erstmal um eine Funktion, die rein lokal in der Datei handle.js vorliegt. Und solange ich diese Funktion nicht explizit exportiere,
kann ich in der App.js die Datei handle, requiren, wie ich möchte. Es wird nichts bewirken. Und ich muss also explizit sagen, ich möchte jetzt hier die Funktion handle exportieren. Und dazu gibt es ein spezielles Objekt und das nennt sich module.exports. Das wird von Node zur Verfügung gestellt und diesem module.exports muss ich das zuweisen, was ich exportieren möchte. Das heißt, ich muss jetzt also hier sagen, module.exports ist gleich handle. Es spielt überhaupt keine Rolle, was ich da zuweise, also ob das jetzt eine Funktion ist. Ich könnte auch hinschreiben, module.exports ist gleich 23 oder ich könnte einen String exportieren oder ein Objekt oder sonst was. Das ist völlig egal. Wichtig ist nur, dass ich irgendwas exportiere. Wenn ich nichts exportiere, wird einfach ein leeres Objekt exportiert und dieses leere Objekt ist genau der Grund, warum also hier die Fehlermeldung kommt, listener argument must be a function, weil ein leeres Objekt ist offensichtlich keine Funktion und deswegen hat das nicht funktioniert. So, und jetzt sieht man hier auch die Handle-Variable, die ich also hier verwendet habe. Das ist ja jetzt im Grunde genommen nur eine temporäre Variable, die ich mir auch hätte sparen können. Ich hätte ja auch direkt das hier hinschreiben können. Und da finde ich persönlich allerdings, leidet die Lesbarkeit ein bisschen. Ich finde es immer ganz schön, wenn in einer Datei erstmal die Dinge definiert werden und sie am Schluss exportiert werden. Es gibt allerdings, da gehen die Meinungen auseinander, es gibt Leute, die schreiben auch direkt module.exports ist gleich function. Es gibt auch Leute, die schreiben module.exports ist gleich handle ist gleich function, wobei man natürlich dann handle vorher definieren sollte. Also vielleicht macht man es andersrum. Aber das finde ich alles irgendwie, ja, also ich finde es so auf jeden Fall lesbarer und das lässt sich ganz gut konsistent eben auch durchziehen. Von daher ist das meine präferierte Schreibweise. Weil das aber eben völlig egal ist, ob ich diese Handle-Variable hier überhaupt definiere oder nicht, oder ob ich das direkt an Module-Exports dranhänge, deswegen ist es auch hier völlig egal, wie ich diese Variable nenne. Also diese Handle-Variable hat mit dieser Handle-Variable nichts zu tun, sondern diese Handle-Variable, die ist also rein intern nur in der Datei Handle.js verfügbar, weil das, was hier exportiert wird, ist nicht der Name Handle, sondern das ist der Inhalt der Variablen und das ist also diese Funktion. Und deswegen wäre es eben auch das Gleiche hinzuschreiben, module.exports ist gleich function und so weiter. Das heißt, was da exportiert wird, ist eine Funktion, die, weil hier kein Name angegeben ist, ist hier anonym, ist also eine anonyme Funktion, die exportiert wird. Und diese anonyme Funktion ist der Return Value von diesem Require-Aufruf. Und unter welchem Namen ich diese anonyme Funktion jetzt hier ablege, ist völlig unabhängig davon, ob ich sie hier drin eventuell in der Variablen gespeichert habe. Es bietet sich natürlich an, die Variable an der Stelle so zu nennen, wie auch die Datei heißt. Und das ist auch das, was man in 9 von 10 Fällen macht. Das habe ich hier oben auch schon gemacht. HTTP ist die Variable und HTTP heißt das Modul. Das ist fast immer so. In ganz, ganz seltenen Fällen weicht man davon mal ab, weil das Modul einen anderen Namen trägt, als weil es beispielsweise sehr lang ist. Es gibt zum Beispiel ein Modul, das heißt JSON Web Token. Das wird man vermutlich, weil man nicht jedes Mal JSON Web Token als langes Wort hinschreiben will, als JWT abkürzen. Aber im Normalfall, wie gesagt, als Faustregel kann man sich merken, der Bezeichner und der Modulname sollten gleich sein. Erhöht einfach die Übersichtlichkeit. Dann noch ein Punkt, man sieht, ich habe hier jetzt jeweils eine Leerzeile gelassen, das ist auch mein persönlicher Stil, es gibt keinen zwingenden Grund, das so zu machen. Bei mir sind immer zunächst mal kommen die integrierten Module und dann kommen die Module, die aus einer Datei geladen werden und ich möchte es einfach in zwei getrennten Blöcken haben, auch wieder um die Lesbarkeit zu erhöhen. Das führt zwar hier, wenn ich jetzt nur wenige habe, zu so ein bisschen, so, ich nenne es mal so einem Zebra-Effekt. Aber wenn es mehr werden, wird das eben deutlich angenehmer lesbar. Man hat fürs Auge direkt so ein paar visuelle Blöcke, die man anspringen kann. Ist auf jeden Fall übersichtlicher als eine einzige lange Liste, die irgendwie ziemlich durcheinander geht. So, wenn wir das Ganze jetzt nochmal versuchen zu starten, dann sehen wir, jetzt hat es funktioniert. Server läuft auf Port 3000 und wie gehabt können wir ihn aufrufen und wir bekommen unsere Meldung Hallo Node.js. Und damit haben wir unseren Code also strukturiert und haben den Server und die eigentliche Anwendung getrennt.
Und wir haben es gesehen, importieren kann man also mit require und exportieren kann man über dieses vorbereitete Objekt module.exports. Über die beiden Varianten mit direkt Namen angeben für ein Modul oder eben einen Pfad angeben für eine Datei, das hatte ich schon erwähnt. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass man, wenn es jetzt viele Dateien werden, liegen die ja im Moment alle auf oberster Ebene. Und auch das ist vielleicht wiederum nicht so geschickt, sondern man möchte, was weiß ich, einen Server und einen Client-Ordner vielleicht haben nachher. Und App.js bleibt auf oberster Ebene liegen als Haupteinstiegspunkt, aber man würde hier zum Beispiel gerne einen Unterordner Server einführen und die Handle-Funktion da reinschieben. Das ist überhaupt kein Problem. An der Datei Handle an und für sich ändert sich gar nichts, weil sie selbst ja keine Abhängigkeiten nach außen hat. In der Datei App.js muss ich jetzt aber natürlich hingehen und ausgehend vom aktuellen Pfad, also vom Hauptverzeichnis dieses Moduls, muss ich hingehen, also aus dem aktuellen Verzeichnis auf den Unterordner Server zugreifen und dort dann auf die Datei Handle. Und das ist im Prinzip der Umgang, wie ich meinen Code also noch in Namespaces strukturieren kann, indem ich einfach Unterverzeichnisse anlege, die eben den Namespaces entsprechen, so wie ich das Ganze gerne haben möchte. Und auch hier, wir brechen den mal ab und starten nochmal neu und auch hier sieht man, es wird gestartet und es läuft einwandfrei. Also das ist die Möglichkeit, wie ich eben meine Anwendung strukturieren kann. Das sind sehr einfache Hilfsmittel, ist aber sehr effizient, vorausgesetzt, ich bringe die erforderliche Disziplin auf, um das auch wirklich konsequent durchzuziehen und meinen Code erst gar nicht unübersichtlich werden zu lassen. Wenn ich erstmal ein Verzeichnis habe, wo 100 JS-Dateien drin sind, habe ich ziemlich offensichtlich irgendwas falsch gemacht. Aber wie gesagt, das ist eine Frage der Disziplin und auch in einem gewissen Rahmen der Erfahrung, was, wohin und wo bricht man auf und so weiter. So, jetzt haben wir also gesehen, wie wir integrierte Module verwenden können und wir haben gesehen, wie wir unsere Anwendungen in eigene Module zerlegen können und die laden können. Jetzt gibt es aber noch eine dritte Option, nämlich, was ist mit Drittmodulen? Es gibt eine Menge Dinge, die könnte man machen, die könnte man auch selber bauen, die will man aber eigentlich nicht selber bauen. Wenn wir uns unsere Anwendung hier nochmal anschauen, dann liegt zum Beispiel auf der Hand diese Handle-Funktion, klar, für dieses simple, triviale Beispiel hier funktioniert das wunderbar. Wenn ich jetzt eine komplexere Web-Anwendung bauen möchte, die mit mehreren Routen arbeitet, wo in Routen beispielsweise Parameter drin stecken, wo ich den Query-String auswerten will, wo ich vielleicht irgendwelche Templates rendern möchte und so weiter, dann macht das auf diesem sehr Low-Level-Niveau nicht mehr so wahnsinnig viel Spaß. Also jetzt anzufangen und request.url und request.method von Hand auseinanderzunehmen und dann mit vielen Ifs oder Switches oder was auch immer irgendwie darauf zu reagieren, das ist unpraktisch. Eigentlich wäre es schön, wenn man ein Framework hätte oder eine Library hätte, die einem diese Arbeit abnehmen würde und wo man einfach sagen könnte, ich möchte gern diese und jene Routen zum Beispiel definieren und dann soll was Bestimmtes passieren. Und wenn zum Beispiel eine Route aufgerufen wird, die nicht definiert wurde, dann soll ein 404 zurückgegeben werden. All das haben wir ja hier gerade gar nicht. Und auch sowas wie zum Beispiel der Content-Type, dass das Text HTML ist, wenn ich einen Text sende, ist das relativ wahrscheinlich, dass ich das nicht als Plaintext schicken will. Auch da wäre es ja vielleicht ganz intelligent, wenn das anders aussehen könnte. So, und genau für solche Sachen, klar, kann ich hingehen, kann mir so eine Library selber schreiben. Genau für solche Sachen gibt es aber eben Drittmodule aus der Community. Und ich möchte einfach mal kurz an einem Beispiel zeigen. Ich nehme Express als Beispiel. Express ist also ein solches Drittmodul. Ich möchte einmal zeigen, wie das funktioniert damit, wie man so ein Drittmodul einbindet, verwendet und so weiter. Und Express, um Express wird es oder über Express wird es später nochmal eine eigene Folge geben. Ich nutze es im Moment einfach nur mal als Beispiel, weil ich ja irgendein Drittmodul hernehmen muss. Und Express ist sehr verbreitet. Das ist so der de facto Standard, wenn man eine Web-Anwendung bauen will und kümmert sich also um genau das, was ich eben erwähnt habe, Routen, Parameter, Templates und so weiter. Und genau, und damit ich Express verwenden kann, muss ich Express erstmal installieren. Und für diese Installation gibt es ein Tool, das heißt NPM, steht für Node.js Package Manager. Und wenn ich Node installiert habe, ist NPM automatisch mit installiert. Das heißt, bei jeder Node-Installation kommt NPM entsprechend mit.
Und das heißt, ich wechsle also in das Verzeichnis, wo wir unsere Anwendung haben und wo es im Moment die App.js und unser Serververzeichnis gibt. Und ich führe jetzt aus npm und sage ich npm, ich möchte gerne ein Modul installieren, und zwar das Express-Modul. So, drücke ich Enter, dann dauert das jetzt einen kleinen Augenblick und Express ist installiert. Wenn wir wieder zurück in den Editor wechseln, stellen wir fest, aha, da oben hat sich was getan. Da gibt es jetzt ein Node-Modules-Verzeichnis. Da kommen wir in Kürze noch drauf zu sprechen. Jetzt bauen wir Express erstmal ein. Express einbauen heißt, wir ersetzen also unsere Handle-Funktion durch irgendwas anderes. Das heißt, diesen Ordner, den lösche ich gerade nochmal. So, und auch diesen Aufruf lösche ich nochmal. Und jetzt müssen wir also hier hinten offensichtlich irgendwas anderes eintragen. Um Express verwenden zu können, muss man Express erstmal laden. Und Express ist ein Modul. Und jetzt eigentlich könnte man schon auf die Idee kommen, wie man Express laden kann. Nämlich man muss die Require-Funktion verwenden. Und weil es ja irgendwo vermutlich unter diesem Node-Modules-Ordner liegt, könnte man jetzt also sagen, Node-Modules, und dann klappen wir hier auf und gucken da rein. Und wenn wir das mal machen, stellen wir fest, ups, da ist ein bisschen mehr drin als erwartet. Da unten hier findet sich aber auch Express. Ja, wie heißt jetzt die Einstiegsdatei? Naja, es ist vermutlich diese Index.js, vielleicht ist es aber auch irgendwas in lib. Und diese Sucherei, die ist ziemlich lästig. Also klappen wir das Ganze lieber schnell wieder zu. Und zum Glück gibt es einen deutlich einfacheren Weg. Ich kann nämlich einfach hingehen und sagen, require Express. Ohne, dass ich einen Pfad angeben muss. Und Node bekommt das eben von selbst auf die Reihe. Und ich lade das Ganze unter Express. So, damit wir eine lauffähige Anwendung haben, schreibe ich kurz eine Hallo-Welt-Anwendung mit Express. Express an sich, also diese Variable hier, ist eine Funktion, die können wir aufrufen. Und was die macht, ist, sie liefert uns eine Web-Anwendung zurück, also eine App. So, und auf dieser App können wir jetzt Routen definieren. Zum Beispiel, wir möchten, dass es also eine Route gibt, die ich über get aufrufen kann. Kein post, kein put, kein delete, sondern get. Deswegen app get. Und diese Route soll einfach auf root lauschen und bekommt also auch einen request und einen response. Und hier kann ich jetzt sagen, ich möchte auch wieder Hallo Welt zurücksenden, möchte aber das Ganze direkt als HTML schicken, möchte, dass die Verbindung automatisch geschlossen wird. Und all das, dafür gibt es eine Funktion in Express, die nennt sich response.send. Und diese Send-Funktion, der übergebe ich einfach den String, den ich schicken möchte. Die kümmert sich automatisch darum, das End intern aufzurufen. Kann man sich ganz gut merken. End steckt ja in Send drin. Und außerdem formatiert sie die ganze Ausgabe also als HTML, zumindest in diesem Beispiel. So, und alles, was ich machen muss, ist nachher bei unserem Create-Server die entsprechende App, die von Express hier oben erzeugt wurde, zu übergeben. Und das ist jetzt quasi mein Handler. So, wenn wir das Ganze jetzt nochmal starten, dann sehen wir Server Listening on Port 3000, also das funktioniert offensichtlich. Wenn wir jetzt nochmal einen Reload machen, dann hat sich erstmal nichts geändert. Wenn wir jetzt aber hingehen und versuchen, auf irgendwas anderes zuzugreifen, dann sehen wir, bekommen wir ein cannot get foo zurück. Und wenn wir hier mal in den Network Inspector schauen, dann sehen wir auch, wir bekommen ein 404 zurück. Wenn wir auf die Root-Route schauen, dann bekommen wir einen Status 200 zurück. Also das macht Express anscheinend für uns schon automatisch. So, die Datei Handle.js an dieser Stelle können wir schließen, die brauchen wir nicht mehr. Das heißt, wir haben gesehen, wir können also ein NPM-Modul können wir über NPM install und dann den Namen installieren, und wir können es also ganz normal, wie man es eigentlich intuitiv erwarten würde, über require referenzieren und dann verwenden. Diesen Node-Modules-Ordner, den habe ich eben schon mal kurz angesprochen, das ist der Ablageort in meiner Anwendung für alle NPM-Module, die ich zusätzlich installiere. Das heißt, ich kann auch den Namen dieses Ordners nicht auswählen, sondern der heißt Node-Modules, ob mir das gefällt oder nicht. Und was noch viel wichtiger ist, jede meiner Node-Anwendungen, die ich so im Laufe der Zeit schreibe, enthält einen eigenen Node-Modules-Ordner. Es gibt also keine Möglichkeit zu sagen, ich möchte Express gerne irgendwie systemweit installieren, in einer bestimmten Version,
Und alle meine Anwendungen greifen jetzt auf diese globale Installation zu. Für die, die sich schon mal ein bisschen mit NPM beschäftigt haben, ja, es gibt einen Parameter, um Dinge global zu installieren. Der macht aber was ganz anderes, als was man so als Einsteiger erwarten würde. Von daher möchte ich das für den Augenblick ausblenden. Klammer zu. Also es gibt keine Möglichkeit, global zu installieren. Der Sinn des Ganzen ist einfach, wenn jede Anwendung genau die Abhängigkeiten enthält, individuell, was sie jeweils benötigt, dann haben wir kein Problem mit Versionskonflikten. So dieses leidige Thema von früher, ich weiß nicht, wie das heute unter Windows noch ist, mit der MFC 42 DLL, da gab es ja immer die Variante, jede Anwendung bringt ihre eigene, ganz minimal leicht angepasste Version der MFC 42 DLL mit. Das war immer ein Riesentohuwabohu, wo man dann Anwendungen in bestimmten Reihenfolgen installieren musste, damit die Datei überschrieben wird in der bestimmten Reihenfolge und am Ende eine ganz bestimmte Version darum liegt. Das ist alles hinfällig, unter Node zumindest, solche Geschichten. In Node ist es ganz einfach so, jede Anwendung enthält das, was sie individuell braucht. Das heißt, dass ich, wenn ich 20 Anwendungen schreibe und diese 20 Anwendungen verwenden alle Express, dann habe ich Express 20 Mal auf meiner Platte rumliegen. Aber Plattenplatz kostet einfach nichts mehr, praktisch. Und von daher ist das egal. Und das bisschen, was der Plattenplatz kostet, das steht in überhaupt keinem Verhältnis zu den Problemen, die ich mir einheimsen würde, wenn ich eine globale Installation zulassen würde. Und die Idee bei Node ist eben, dass auch so ein Verzeichnis, wo eine Anwendung drin liegt, self-contained ist, dass das also alles enthält, was benötigt wird, um eine Anwendung auszuführen. Wenn ich require aufrufe, dann gibt es eine bestimmte Reihenfolge, in der require versucht, die Module zu laden. Nämlich zunächst mal versucht es, die integrierten Module zu laden, also die haben immer Vorrang. Dann, wenn es nicht gefunden wird, versucht es, ein entsprechendes NPM-Modul aus dem Node-Modules-Ordner zu laden. Und zuletzt sind dann also die lokalen Dateien dran. Und diese Reihenfolge, insbesondere diese ersten zwei Punkte, sind wichtig, weil immer wieder kommt mal die Frage auf, ja, was ist denn, wenn ich jetzt ein NPM-Modul installiere, das heißt HTTP, und ich sage dann require HTTP, welches wird denn dann geladen? Und da ist die Aussage ganz klar, immer das integrierte Modul hat Vorrang. Hat einfach den Grund, dass ich, wenn ich irgendwo, weil ich die so oft lade, weil es sind ja auch nur so wenige, das heißt, man braucht sie relativ häufig, wenn sie im Kern drin sind. Und wenn ich erwarte, dass da irgendwo require HTTP steht, dann will ich, dass dann auch das HTTP-Modul geladen wird. Davon gehe ich einfach aus. Und es wäre sehr überraschend, wenn auf einmal in einer ganz bestimmten Anwendung was anderes passiert. Und weil es eben nur so wenige Module sind, hat man die Liste von den integrierten Modulen relativ schnell im Kopf. Und das will man einfach, man will einfach unangenehme Überraschungen verhindern. Und es hat natürlich auch noch den Hintergedanken, so ein bisschen in Richtung vielleicht Security-Aspekt, dass wenn ich zum Beispiel das Krypto-Modul lade, was also Kryptografie-Funktionen anbietet, dass mir also nicht irgendjemand auf magische Weise ein gefaktes Krypto-Modul unterschiebt mit dem gleichen Namen, sondern wenn ich sage require Krypto, dann bekomme ich require Krypto und nichts anderes. Und das ist einfach wichtig, aber das ist ein Edge-Case, diese Namenskonflikte, also praktisch sind die irrelevant. Man muss einfach nur darauf achten, wenn man selber nachher ein Modul schreibt, dass man es nicht so nennt wie eventuell ein integriertes Modul. So, jetzt ist die große Frage, das ist ja alles wunderbar, aber diesen Node-Modules-Ordner, klappen wir ihn nochmal kurz auf, da steckt ja anscheinend ein bisschen mehr drin. Was mache ich denn mit dem? Also wenn ich meine Anwendung nachher in die Versionsverwaltung einchecken will, checke ich diesen Ordner mit ein oder nicht? Weil im Prinzip, auf der einen Seite gehört es natürlich zur Anwendung mit dazu, auf der anderen Seite habe ich natürlich da ein Artefakt rumliegen, was ich ja durch einen simplen Aufruf von npm install express wiederherstellen könnte. Und bei solchen Sachen empfiehlt sich eigentlich fast immer, sie nicht in die Versionsverwaltung einzuchecken. Es ist auch so die allgemeine Best Practice, der Node-Modules-Ordner wird nicht in die Versionsverwaltung eingecheckt. Das heißt, ich könnte den auch einfach jetzt nochmal löschen. Und das ist also das, was ich einchecken würde. Jetzt habe ich das Problem, wenn meine Kollegin oder mein Kollege das Ganze auscheckt, wird das nicht laufen, weil Express fehlt ja. Und wie bekommt der oder diejenige jetzt mit, was installiert werden muss? Also woher weiß jemand, ah, ich muss da noch npm install express laufen lassen? Und jetzt kann ich natürlich sagen, naja, probier es halt aus. Wenn die Fehlermeldung kommt, Express nicht gefunden, dann wirst du vermutlich Express installieren müssen. Aber das funktioniert natürlich nicht.
Genauso gut könnte ich jetzt das Ganze irgendwo in die Dokumentation schreiben, ist auch wahrscheinlich eine blöde Idee. Und es gibt eine relativ einfache Lösung. Es gibt eine Datei, die heißt package.json, und das ist eine Datei, die enthält die Metadaten zu einem Modul. Und jedes Modul lässt sich prinzipiell zunächst mal über seinen Namen und eine Versionsnummer eindeutig identifizieren. Also das heißt, Express an sich ist auch noch gar nicht eindeutig, sondern Express in der Version 4.14.0 wäre eindeutig. Oder Express in der Version 1.17. Und diese Information muss also in der Datei package.json drinstehen. Und jedes Modul hat eine solche Datei. Und wenn ich selber ein Modul oder beziehungsweise eine Anwendung schreibe, ist es also meine Pflicht, eine solche Datei hinzuzufügen. Und es ist relativ einfach. Wir erzeugen also eine Datei package.json. Das ist eine JSON-Datei, wie die Dateiendung vermuten lässt. Und wir haben also einen Name. Da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen Hello World. Und wir haben eine Version. Und wir fangen mal mit ganz kleinen Brötchen an. Das ist die Version 0.0.0. Diese Versionsnummer hat drei Stellen. Ist wie bei Node, hatte ich, ich glaube, in der ersten Folge erklärt. Semantic Versioning, das, also Major Version, Minor Version, Revision, an der ich ablesen kann, wie, wenn sich was geändert hat, wie gravierend diese Änderungen sind. Ist das ein Breaking Change oder ist das nur ein Bugfix und so weiter. So, und das ist im Prinzip das Minimum, was ich machen muss. Und besonders interessant ist, dass in dieser Package.json gibt es aber neben Name und Version noch zahlreiche weitere Dinge. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, dass ich die Abhängigkeiten meiner Anwendung hinterlegen kann. Und dafür gibt es den Abschnitt Dependencies. Das heißt, wir können also hier noch hingehen und können jetzt sagen, das ist ein Objekt, meine Anwendung hängt ab von Express in der Version 4.14.0. Und wenn das in meiner Package.json drinsteht, dann genügt es, npm install aufzurufen, ohne Express diesmal. Und jetzt prüft npm, gibt es eine Package.json? Wenn ja, was steht da drin? Ah, okay, Express in der Version 4.14.0, das ist eindeutig, weil Name plus Version. Und das installiere ich jetzt. Und man sieht, das Ergebnis ist, wenn wir das nochmal aufklappen, ziemlich genau das gleiche wie vorher, beziehungsweise es ist genau das gleiche wie vorher. Und hier liegt also wieder Express drin rum. Wenn wir den Ordner nochmal aufklappen und dann sehen wir, hier gibt es auch eine Datei package.json. Und wenn wir da mal einen Blick reinwerfen, das sieht ein bisschen unübersichtlich aus, aber im Prinzip, hier sieht man schon, es gibt, na wo ist es denn? Hier gibt es ein Name-Feld, also Name Express. Da unten gibt es eine Version 4.14.0, das ist genau die Version, die ich angefordert hatte. Und hier etwas weiter oben gibt es auch diesen Abschnitt Dependencies, wo jetzt bei Express also eine ganze Menge drinsteht. Das heißt, nicht nur meine Anwendung hat eine Abhängigkeit auf Express, sondern Express hat seinerseits wiederum Abhängigkeiten auf andere Sachen. Und das sind genau diese Module, also hier zum Beispiel Accepts und ArrayFlatten. Man sieht es hier im Baum, Accepts und ArrayFlatten. Das sind genau diese Module, die hier auch alle in Node-Modules rein installiert werden. Und falls diese Module ihrerseits wieder Abhängigkeiten haben, landen auch die wieder in Node-Modules und so weiter und so fort. Das heißt, auf die Art und Weise, deswegen ist dieser Ordner so voll, ich installiere also nicht nur meine Abhängigkeiten, sondern auch die Abhängigkeiten meiner Abhängigkeiten. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, es gibt das Kommando npm init. Wenn man keine package.json hat, benennen wir sie mal für einen Augenblick um. So, wenn man keine package.json-Datei hat und eine anlegen möchte, kann man das Kommando npm init aufrufen. Und dann werden ein paar Dinge abgefragt, zum Beispiel, wie soll denn deine Applikation heißen? Beispielsweise Hello World. Mit welcher Versionsnummer möchtest du starten? 0.0.0. Gib mal eine Description ein. Was macht deine Anwendung denn eigentlich? Also zum Beispiel Hello World Application for Node.js. Was ist der Entry Point? Also wo startet deine Applikation? Und er vermutet schon, es wird eventuell die App.js sein. Ja, das übernehmen wir mal. Gibt es ein Kommando, was ich ausführen muss, um Tests zu starten? Im Moment nicht. Gibt es ein Git Repository dafür? Im Moment auch nicht. Irgendwelche Keywords, die du hinterlegen möchtest, die nachher bei der Suche im Internet in der NPM Registry vielleicht verwendet werden sollen, haben wir im Moment auch noch keine. Wer ist der Autor? Kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich gebe meinen Namen und meine E-Mail-Adresse ein.
So, welche Lizenz möchtest du verwenden? Ja, was weiß ich. Nehmen wir zum Beispiel die MIT-Lizenz. Und ist das jetzt so in Ordnung? Dann sage ich ja, indem ich einfach Enter drücke. Und dann wurde mir jetzt eine Package-JSON-Datei angelegt. Ich persönlich verwende das npm-init-Command so gut wie gar nicht, weil auf der einen Seite Felder drin landen, die ich selten nutze, wie zum Beispiel das Skript. Da gibt es andere Wege, wie man das lösen kann. Das fliegt bei mir in der Regel wieder raus. Auf der anderen Seite gibt es Felder, die fehlen, die ich gerne nachtrage. Aber von daher, bei mir ist es meistens so, ich kopiere mir eine bestehende Package-JSON aus einem anderen Modul von mir und passe die dann entsprechend an. Ich bin an und für sich kein großer Freund von Copy-Paste, aber an der Stelle, das jedes Mal from scratch wieder neu zu schreiben, will ich nicht. Und ich will eine gewisse Konsistenz in meinen Package-JSON-Dateien haben. Und insofern nehme ich da in der Regel eher eine Kopiervorlage, als dass ich das über das npm-init-Command mache. So, Package-JSON stellen wir wieder her. Jetzt ist es so, ist ja sehr schön, dass ich hier gerade eingetragen habe, Version 4.14.0. Woher wusste ich, dass das Version 4.14.0 ist? Ehrliche Antwort, ich habe es vor einer halben Stunde vor der Aufnahme nachgeguckt, was ist die aktuelle Version. Das ist natürlich von Hand völlig unpraktisch. Das heißt, normalerweise möchte ich ja eigentlich, dass ich hingehe und sage, wenn ich also ein Modul installiere, ich will in der Regel ja, dass die neueste Version installiert wird. Also kann ich nicht hier einfach sagen, ich gucke einfach selber nach, liebes NPM, was die Versionsnummer ist und trage express mit dieser Version in meiner Package-JSON ein. Und das funktioniert, indem ich den Parameter minus minus save angebe. Wenn wir das laufen lassen, nochmal, dann, okay, Installation läuft wieder durch, Node-Modules-Ordner ist wieder da, sieht man, npm hat den Eintrag eigenständig hinzugefügt. Und zwar genauso, wie wir das gerade von Hand gemacht haben. Jetzt, also es ist die erwartete Version, ja, Express 4.14.0. Wenn ihr das jetzt laufen lasst, wird das bei euch nicht so aussehen, sondern bei euch wird dastehen Express und dann so ein Dach 4.14.0. Und jetzt ist die Frage, wo kommt dieses Dach her? Also das würde bei euch so aussehen. Warum? Das hängt mit diesen Semantic Versioning Versionsnummern zusammen. Die letzte Ziffer, also die dritte Stelle, ist ja die sogenannte Revision oder die Patch Nummer. Und die wird immer dann erhöht, wenn ein Bug gefixt wurde und wenn es keine neuen Features gibt, sondern einfach nur ein Bugfix. Und die Annahme ist, dass es keine Breaking Changes sind, weil ein Bugfix sollte kein Breaking Change sein. Was natürlich eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, schon völlig falsch ist. Ein Bugfix ist natürlich ein Breaking Change, weil sich ja Verhalten ändert, aber es ist zumindest kein Breaking Change aufgrund eines neuen Features oder so. Wie auch immer, die Annahme ist, wenn für mich die Version 4.14.0 in Ordnung ist, dann ist vermutlich auch die Version 4.14.1 in Ordnung oder 4.14.2. Und selbst wenn neue Features hinzukommen, solange es keine Breaking Changes sind, dürfte auch das für mich in Ordnung sein. Also selbst die Version 4.15.0 oder 4.15.1 dürfte funktionieren. Das Einzige, was nicht in Ordnung ist, wäre irgendwann der Sprung der Major-Version, weil das einen Breaking Change impliziert. Das heißt, eine 5.0.0 dürfte hier nicht stehen. Und genau dieses, genau das drückt dieses Dach aus. Das heißt also, nimm Express in Version 4.14.0 oder höher, solange es keinen Breaking Change gibt. Also sprich, solange sich die Major-Version nicht ändert. Das ist in meinen Augen eine ganz, ganz, ganz blöde Idee, das so zu machen. Das führt nämlich dazu, dass man auf zwei Maschinen an verschiedenen Tagen in exakt dem gleichen Stand aus der Versionsverwaltung npm install laufen lässt und man bekommt zwei unterschiedliche Stände, weil in der Zwischenzeit eine neue Express-Version veröffentlicht wurde. Und auf dem einen Rechner läuft es, auf dem anderen Rechner läuft es nicht. Und dann bekommt man genau diesen berühmten Effekt, ja, it works on my machine.
und dann geht die Fehlersucherei los. Und bis man da die Unterschiede rausgefunden hat und dann es tatsächlich runtergebrochen hat auf, in der Regel hat man ja nicht nur eine Abhängigkeit in so einer Anwendung, sondern 20 oder 50, bis man dann das eine Modul identifiziert hat, was jetzt anders ist und wo es das Problem gibt, das dauert richtig lange. Und von daher bin ich ein ganz großer Freund davon, Versionen ganz strikt und exakt anzugeben, also die Version zu pinnen. Das heißt, dieses Dach hier nicht zu verwenden und einfach, um da die Reproduzierbarkeit zu geben, dass so eine Installation exakt gleich läuft. Das Ganze hat natürlich einen Haken. Ich kann das nur für meine direkten Dependencies angeben. Was Express in seiner Package.json wiederum macht, kann ich nicht beeinflussen. Zumindest Stand jetzt in der dritten Folge kann ich das noch nicht beeinflussen. Es ist aber trotzdem um Welten besser, als mit diesem Dach zu arbeiten. Jetzt kann man fragen, ja, okay, wunderbar, kriege ich das denn irgendwie hin, dass er beim Speichern in meiner Package.json nicht dieses Dach reinschreibt? Klar, man kann es jedes Mal in der Package.json anpassen, aber man vergisst es auch allzu gerne mal. Und die gute Nachricht ist, ja, es gibt diese Möglichkeit, es gibt nämlich den Parameter save exact. Wer sich jetzt freut und sagt, okay, dann schreibe ich das immer so hin, wird eine böse Überraschung erleben, dann passiert nämlich gar nichts. Das Bescheuerte ist nämlich, dass man save und save exact beides angeben muss, sonst funktioniert das nicht. Wenn ich das mache, dann landet tatsächlich also die Version, die ich strikt erwarte in meiner Package.json. Und weil ich das so essentiell finde, weil es mir zu viel Tipparbeit ist, habe ich mein NPM so umkonfiguriert, dass automatisch save exact ergänzt wird. Deswegen funktioniert das auf meinem System, it works on my machine, deswegen funktioniert das da auch eben ohne die Angabe des zusätzlichen save exact Parameters. Wie das geht, zeige ich später, wenn es um die generelle Konfiguration von NPM geht. Für den Moment einfach --save und --save exact angeben. So. Die Frage ist noch, NPM install, wunderbar, der installiert das irgendwo her. Wo kommen diese Module denn eigentlich her? Und da ist es so, alle Module, die also von der Community veröffentlicht werden, liegen in einer zentralen Registry im Internet. Das ist die sogenannte NPM Registry und die findet sich hier unter npmjs.com. Wenn wir da mal kurz einen Blick drauf werfen, dann sieht man, hier oben gibt es ein Find Packages. Hier steht auch die Zahl, wie viele Packages es gibt. Und ein paar sehr populäre Module. Und jetzt kann man anfangen zu suchen, was auch immer, keine Ahnung. Wir brauchen ein Modul, mit dem ich auf eine MySQL zugreifen kann. Und jetzt bekomme ich 1365 Pakete für den Begriff MySQL. Und da ist jetzt, das ist die eigentliche Kunst bei Node, in diesem Riesenhaufen an Ergebnissen jetzt eine vernünftige Lösung zu finden. In dem Fall, wen es interessiert, würde ich direkt das erste Modul nehmen, weil ich das kenne, weil mir der Autor was sagt, weil die Versionsnummer irgendwie darauf hindeutet, dass es schon etwas greift. Also es ist keine 0.0.3 Version, wobei auch die potenziell sehr gut sein können. Also es ist aber auch nochmal ein anderes Thema. Aber ich wollte einfach nur zeigen, es gibt diese NPM Registry, die kann man durchsuchen und von dort lädt NPM also die ganzen Module herunter. Hat zwei Konsequenzen, dass wir so eine zentrale Registry haben, abgesehen davon, dass es sehr komfortabel ist. Wir haben einen Single Point of Failure, nämlich was passiert, wenn diese Registry mal down ist. Und der zweite Punkt, wenn jeder sein Modul in diese Registry hinein published, dann haben wir einen einzigen globalen Namensraum. Das heißt, wenn ein Modul eindeutig über seinen Namen identifiziert wird, dann kann es nur ein Modul geben, was MySQL heißt. Und wenn ich jetzt auf die Idee komme, auch ein MySQL-Modul zu schreiben, dann brauche ich irgendeinen anderen Namen, weil MySQL ist schon weg. Und dafür gibt es auch Lösungsmöglichkeiten. Auch das gucken wir uns später in näherem Detail an. Ganz kurz angerissen, also dem Single Point of Failure kann ich entgehen, indem ich die Registry halt lokal bei mir im Unternehmen spiegele oder zumindest cache. Und es gibt sogenannte Scoped Packages, das sind Packages, die quasi mit einem Organisationsnamen als Prefix versehen werden können, zum Beispiel @thenativeweb/mysql und das kollidiert dann eben nicht mit dem MySQL-Modul, was gar nicht scoped ist oder mit einem anderen Scoped Package, was @mysql heißt. Alles das sind aber fortgeschrittene Themen, kommen wir später darauf. Ich wollte es einfach nur kurz ansprechen.
Ja, bleibt als letzte Frage, wie kommt so ein Modul denn in die NPM Registry? Und das ist erschreckend einfach. Ich muss mich nämlich nur einmal anmelden. Dazu gibt es das den Kommandozeilenbefehl npm login. Damit melde ich mich an, registriere mich und npm merkt sich dann für mein System meine Zugangsdaten. Und ansonsten, wenn ich irgendein Modul veröffentlichen will, brauche ich in dem Ordner dieses Moduls eine package.json und dann wechsle ich in das Verzeichnis, wo dieses Modul also drin ist, gebe ein npm publish und drücke Enter, was ich jetzt nicht mache, wobei es ein Hello World Modul mit Sicherheit schon gibt. Ja, und was dann passiert ist, npm bundelt mein Modul zusammen, also die package.json und meinen Code, und verpackt das in ein tar-Archiv. Und dieses tar-Archiv wird dann auf npm.js hochgeladen und steht dann 10 Sekunden später weltweit jedem Entwickler zur Verfügung und kann dann mit npm install und eben dem entsprechenden Modulnamen installiert werden. Das Ganze setzt natürlich voraus, ich kann kein Modul veröffentlichen mit einem Namen, der mir nicht gehört. Also das funktioniert nur, wenn ich entweder einen Namen verwende, den noch niemand hat, oder eben, wenn es quasi ein Modul ist, was ich zuvor schon veröffentlicht habe, dann klappt das. Ich kann keine bestehenden Versionen überschreiben, also ich kann nur neue Versionen hinzufügen. Und ein Modul lässt sich auch, wenn es einmal gepublished ist, nur bedingt entfernen. Also es gibt eine Unpublish-Policy. Und zwar, wenn ein Modul mal länger als 24 Stunden online ist, dann kann es nicht mehr einfach so entfernt werden. Es gibt analog zu npm-publish, gibt es ein npm-unpublish-Kommando. Aber das funktioniert halt nur 24 Stunden lang. Und danach muss man Kontakt mit dem Support von npm aufnehmen. Soll einfach verhindern, dass jemand ein Modul, von dem sehr viele Sachen abhängen, aus der Registry entfernt und auf einmal, sinngemäß, das halbe Internet kaputt ist. Das ist in der Vergangenheit schon einmal passiert. Das war das Leftpad-Fiasko. Und daraus hat man einfach einiges gelernt und hat gesagt, okay, Module, die es schon eine gewisse Zeit gibt, die dürfen nicht mehr einfach entfernt werden. So, und damit sind wir mit dem Thema Module im Großen und Ganzen auch durch. Es war ziemlich viel Zeug heute und ich hoffe, es war interessant und für jeden was dabei. Und dann werden wir uns beim nächsten Mal wieder etwas mehr dem tatsächlichen Coden mit Node.js widmen. Bis dahin wünsche ich erstmal viel Spaß und viel Erfolg. Vielleicht schon mal ein bisschen rumschnuppern, einfach so in diesem NPM-Ökosystem. Was gibt es da so alles? Und bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!